Ahoi, Freunde! Und willkommen zurück in Teufels Küche. Naja, eigentlich wohl eher in Trolls Küche. Wir haben letztes Mal den Kanzler von Argonia hier gerettet. Und ja, in seinem eigenen Spiegel, komischerweise. Tja, ich weiß, dass jetzt eigentlich noch was drauf folgen sollte. Sprich, wir noch ein Item bekommen sollten, wenn ich mich richtig erinnere. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal zurück. Oh. Die heilige Schutzaura lässt, naja, komm, weißt du was, scheiß drauf. Kämpfen wir halt, wenn es sein muss. Ja, und im letzten Part haben wir ja einfach mal die Trolle ultimativ vernichtet. Also, die waren ja mal gar keine Gegner für uns. Obwohl sie eigentlich schon ziemlich stark sein sollten, ja. So, einfach mal den hier, dann mal den hier, dann mal, was machen wir denn, den hier, oder weißt du was? Der verbraucht nämlich nichts. Und dann den hier. Pam, pam. So, jetzt darf der Sephiron mal reinhauen und zeigen, was er kann. Gigahieb. Bedams. Mit 5. 5 Konzentration, Freunde. Stellt euch den Scheiß mal vor, ey. 5 Konzentration. 300 und zwar allen. Naja. Ja, ja, Freunde. Da geht noch einiges. Also da haben wir noch viel Luft nach oben. Auf jeden Fall. So, jetzt aber wollen wir dieses Spiegellabyrinth verlassen. Oh cool, wir können ja wieder rein. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Schön. Ich dachte, der Bereich wird jetzt abgesperrt oder so. Aber in dem Fall nicht. Cool. Haben wir ja eigentlich... Ja. Natürlich haben wir das ganze Haus gelootet. Nicht im selben Zimmer wie der Spiegler schlafen, also muss ich jetzt an ihrer Stelle hier schlafen. Sie sollte besser sehen, dass sie ihn loswerden, aber angeblich ist er dafür zu kostbar. Ja, dann darfst du halt jetzt im schönen Bett schlafen, ne? Freu dich doch. Wo ist das Problem? So, hey Kanzler. Nur ein paar Minuten später und ich wäre Trollfutter gewesen. Ich hoffe, so etwas muss ich nie wieder durchmachen. Armer Typ, du. Hab schon viel Schlimmeres durchgemacht, ey. Dum, 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 du, 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 du. Wo ist denn die Frau hin jetzt, ey? Oh, das haben wir noch nicht gelootet anscheinend. Cool. Leider. Die pennt jetzt in diesem Bett. Naja, alles klar. Boah, abtören. Frauen, die schnarchen. Ja gut, allgemein Leute, die schnarchen. Nicht nur Frauen. Na gut, abtörend ist es nicht, aber ein bisschen nervig, ne? Bisschen nervig. Meine Ex-Freundin hat auch ein bisschen geschnarcht. Das war dann ein bisschen strange. Awkward moment. Dann habe ich ihr mal meinen Sack aufs Maul gelegt und dann hat sie ein bisschen gekaut und dann ging das wieder. Nein, Spaß, Mann. Was laber ich denn hier für ein Scheiß, ey? So! Naja gut, das Item, das ich erwartet habe, haben wir nicht bekommen. Aber okay. Passt. ja. Moment. Am besten wir gehen ins Dreieckstal, denn da hat unser Adventure eigentlich begonnen. Sprich, unser neues Adventure. So. Tja, sieht ganz so aus, als hätten wir Raya's Bitte nicht erfüllen können. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Wir müssen uns jetzt auf die anstehende Probleme konzentrieren. Ich habe ja gewusst, dass es in dieser Welt Elfen und all sowas gibt, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine treffen würde. Ich bin jetzt ein erfahrenes Kerlchen. Jawohl, daran liegt's. Durch und durch anständig. Ach, doch, erfahren ist nicht erhaben. Okay. Ich habe jetzt Elfen als Freunde, keine Zwerge. Es fällt mir schwer zu glauben, dass dieser Fürst der Finsternis ein einziges Wesen die ganze Welt bedroht. Wie kann er es nur wagen? Mein Blut fängt schon an zu kochen, wenn ich nur daran denke.
Die Einwohner dieses Tals sollten mit dem Fürsten der Finsternis nur allzu gut vertraut sein. Und sie sehen auch ziemlich finster drein, nicht? Ist er wirklich ein derart gefährlicher Gegner? Oh, langsam wird mir Angst und Bange. Ach komm, Freunde, das packen wir schon. Wir haben immerhin 2 Monsterteams auf unserer Seite. Und wir selbst sind ja auch nicht zu verachten, ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Anstehende. Und ich würde sagen, wir rasten noch eine Nacht. Und dann, liebe Freunde, werden wir uns aufmachen zum Castle, zum Schloss von Rupthorn, um uns Rupthorn ein für alle Mal zu stellen. Muss gar gehen, sorry, Freunde. Lalalala. So, und jetzt geben wir, was wir können. Zack. Auf in die Lüfte, Freunde, und auf zum Castle von Rupthorn. Tja, darauf habe ich lange gewartet. Wisst ihr noch, meine Fresse, damals mit Dolmagos, als wir dachten, das Spiel sei zu Ende? Und dann auf einmal doch noch was kam. Dasselbe dann mit Sir Leopold und dem ganzen Zeug. Mann, wie weit wir vor allem dem Typen hinterhergehangen haben, ne? Richtig krass, wie wir den um die ganze Welt verfolgt haben. Und nun, Freunde, nun ist er zum Greifen nah. In diesem Castle da vorne ist Rupthorn, der Bösewicht des Spiels. Und ja, wir werden endlich seine wahre Gestalt sehen. Das wird richtig geil. Da sind wir also, Freunde, im Schloss des Bösen, des ultimativen Bösen. Tja, so ziemlich der letzte Dungeon. Freut euch drauf, Freunde, hier wird einiges abgehen. Und wir ziehen unser Schwert. 3 Erzdämonen, schön. Die sollten wir eigentlich ziemlich krass schnell ausschalten können. Ja, mit dem Giga-Hieb, da verbraucht mir ein bisschen viel Energie. Gehe ich einfach mal mit dem Falkenhieb voran, hier Helmspalter, vielleicht dann ein Fokus-Tamburin oder so und dann noch ein Zwillingsdrachen. Das passt dann schon. So, natürlich kommt Angelo als erstes dran. Das ist super. Mit dem Fokus-Tamburin. Können wir richtig reinhauen. Zack, ihr seht, mit der Überfalkenklinge kann Sephiron 4-mal angreifen. So. Jessica hat auch schon ein bisschen was Schaden gemacht. Kaboom. Ja, und das ist einfach mal gar nichts, Freunde. Also wir sind schon ein bisschen overlevelt, das kann ich schon zugeben. Ist aber auch völlig in Ordnung so, denn dann kommen wir hier schön und smooth und locker durch, ohne irgendwelche Probleme. Und das war ja Jessica. Die Jessica, die damals mit ihren Stäben 1, 3, 2 Schaden gemacht hat oder gar keinen Schaden. Und die macht einfach mal so 93 Schaden. Einfach so mit einem normalen Scheißangriff. Und das jeden Gegner. Ich meine, es ist eine Peitsche und die trifft jeden. Ja, ihr seht also, Freunde, da geht wirklich einiges ab. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Was gibt's denn hier? Ist das eine Sackgasse? Nein, da geht's rein. Okay, interessant. Ich möchte denn alles erkunden, denn hier gibt's Items und. Oh, eine Bibliothek. Heilige Scheiße, wie viele Bücher. Ach du Scheiße, okay. Soll ich vielleicht hier einen Cut machen oder so, damit ihr das nicht sehen müsst? Naja, komm, scheißegal. Weil ich glaube, das sind keine Rezepte, das sind nur irgendwelche Geschichten über Rupthorn. Kann das sein? Naja, wir werden sehen. Oh, ein neuer Kampf. Streithähne, die habe ich ja noch nie gesehen. Gut, dann tun wir mal die Hähne mit den Falken kaputt hauen, ne? So und so.
Okay, schnell sind sie auf jeden Fall. Also flink. Peitsch, peitsch. Und kaputt. Na, schade, nur dreimal getroffen. Naja, egal. Auf jeden Fall war es das mit den Streithien. Ja, das Gute an den Angriffen, die wir jetzt so machen, um diese Gegner zu besiegen, sie brauchen eigentlich fast keine MP. Außer Angelo hat jetzt niemand MP verbraucht. Doch Jessica, aber nur ein ganz bisschen. Und davon hat sie eh genügend. So, ich weiß ja nicht, ob jemand von euch diese ganzen Bücher lesen möchte, aber na, das wäre schon ein bisschen krass, oder? Das wäre schon viel, ey. Muss man sagen. Und eigentlich Rezepte brauche ich ja eigentlich auch nicht mehr. Weil ich habe ja schon ziemlich krasses Equipment und falls ich irgendwie was wissen möchte, dann gehe ich ins Internet und guck mir da alle Rezepte an. Aber okay, komm, scheiß drauf. Ja, wir haben gerade den Megatonnenhammer oder so gefunden. Den muss man nämlich aus der Axt des Eroberers und einem Kriegshammer und einem Morikalkum oder so machen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Okay, hier haben wir nichts mehr. Gibt's denn da noch was? Nein, kein Item, kein gar nichts. Soll ich vielleicht eine Schutzaura machen? Dann haben wir hier ein bisschen Ruhe, dann können wir ein bisschen schöner erkunden. Ach du Scheiße, ist nicht dein Ernst, oder? Da haben wir noch mehr Bücher, Alter. Das gibt's doch nicht. Alter Schwede, ja gut, dann fangen wir mal hier an. Ich hoffe, das sind die letzten Bücher im ganzen Castle hier. Da habe ich gar keinen Bock, ey, hier Bücher zu lesen, ey. Oh, wir haben gerade irgendwie Phantomenkleid oder Phantommaske oder irgendwie sowas gefunden. Spricht das Rezept dazu? Ja, eigentlich müsste ich die Rezepte echt nicht mehr haben, ne? Eigentlich ist das jetzt voll die Zeitverschwendung. Aber okay, ich kann euch ja unterdessen eine lustige Geschichte erzählen. Also ich war gestern bei der Arbeit, ne? Hab die 20-Minuten-Zeitung genommen. Das ist so ein ziemlich cooles Zeitungsblatt hier in der Ostschweiz. Und ja, da stand halt, Moment, wie hieß die? Beatrice Egli. Ja, wer DSDS guckt, ne? Wer von euch guckt DSDS? Falls ja, schnell weg von meinem Kanal. Nee, Spaß. Es gibt ja da einige Leute, die sich damit auskennen mit DSDS und auf jeden Fall gibt es da eine Teilnehmerin, die nennt sich Beatrice Egli. Und die kommt da aus der Schweiz, ja. Und als ich sie sah in der Zeitung, oh, eine Karte der Schwarzen Zitadelle, schön. Als ich sie in der Zeitung sah, dachte ich, hey, cool, denn Beatrice Egli, ja, ist eine Verwandte von mir. Um genau zu sein, ist sie eine Cousine zweiten Grades, also eine Kuckousine, wie man das hier in der Schweiz nennt. Und ja, ich war da mächtig stolz, als ich sie in der Zeitung gesehen habe und habe gesagt, ey, guck mal, das ist meine Cousine. Und dann habe ich mir mal den Titel angesehen von diesem Artikel. Und dann stand da, ja, Beatrice Egli, Sexskandal. Und dann dachte ich mir nur, what? Was habe ich gerade gesagt, dass ich, dass das meine Cousine ist? Na, natürlich, ich kenne die doch nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Wer ist das? Beatrice Egli, noch nie gehört. Ne? Und dann ging es echt darum, dass sie im Flugzeug anscheinend so einem anderen Typen, so einem 20-jährigen Mitstreiter, einen Handjob verpasst hat. Alter! Naja, jeder muss selbst wissen, ne? Vor allem, was man denn in der Öffentlichkeit tut. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, ich lebe in einer Stadt und ich bin halb Grieche. Das bedeutet, ich bin der größte Bastard in der Familie. Niemand mag mich, weil ich kein vollwertiger Schweizer bin und nicht auf dem Land lebe und den Bauernhof fortführe, so wie mein kleiner Cousin, ne? Müsst ihr euch das mal vorstellen.
Also das sind, meine Verwandten sind alle, leben alle auf dem Bauernhof, sind ziemlich, konservativ und brav und anständig. Und ich bin da ziemlich der Freakigste von allen. Wenn die wüssten, dass ich Let's Plays oder so mache, die würden mich glatt noch mehr auslachen, wie sie es jetzt schon tun, ne? Und, ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz so gut beäugt wird, wenn da eine Verwandte vom Land von uns ja, mit einem Sexskandal in Verbindung gebracht wird, ja. Naja. Ich musste lachen und schön, schön. Also jetzt nicht der Skandal, aber zu wissen, dass ich nicht der einzige Mongo in der Familie bin. So, wo sind wir denn hier? Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Eigentlich ist die Folge auch schon wieder vorbei, aber hey, komm, wir machen ein bisschen länger. Ist doch kein Ding. Och, da ist alles zusammengebrochen. Gut, dann müssen wir hier weiter und die Monster bleiben aus. Die Monster bleiben echt aus. Das bedeutet, wir sind echt overleveled. Denn wenn wir eine heilige Schutzaura einsetzen und dann keine Monster mehr kommen, das bedeutet, dass keine Monster auf unserem Level sind. Das ist echt cool. Schön, kann ich mich hier schön ungestört umsehen. Aber Freunde, umsehen, das werden wir uns im nächsten Part, denn diese Folge ist leider wieder vorbei. Tja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit dieser lustigen Geschichte von meiner Verwandten. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir Rapthorn einen Besuch abstatten. Tschüss!